Hier sind wieder Tatjana und Judith und wir sind jetzt in Finnland. Espoo. Wir haben es geschafft, wir sind wieder zusammen. Ja. Zurück in Europa und diese Woche beim 5. Grand Prix hier in Espoo und die Arena, die kennen wir alle schon so gut, oder? Ja, also ich meine, wir waren hier schon so oft, denn hier ist die hier ist ja die Finlandia Trophy schon seit vielen, vielen Jahren und da fahren wir oft hin. Und eigentlich immer. Ich habe es nur einmal ausgelassen, glaube ich, in der ganzen Zeit. Und dann einmal ist es ausgefallen wegen Grand Prix, wegen Pandemie. Corona. Ja. Und dann war auch die Europameisterschaft hier natürlich im Januar. Vielleicht waren ja auch welche von euch hier schon in dieser Halle. Und zum zweiten Mal jetzt auch der Grand Prix. Genau. Ja, und das ist der 5. Grand Prix. Da geht es jetzt schon langsam ans Eingemachte fürs Finale. Da mehrere Stars sind hier, die sich fürs Finale qualifizieren wollen, aber es kommen auch ein paar neue dazu. Dann wollen wir gleich mal loslegen. Wir fangen an. Und zwar, das erste Mal starten wir dieses Mal mit den Männern. Und bei den Männern gab es noch super viele Änderungen in der letzten Woche. Da gab es noch zwei Kandidaten, die rausgezogen sind. Einmal Junwan Cha, sicher sehr, sehr schade für viele Fans. Der WM-Zweite hat eine Knöchelverletzung, die er jetzt ausheilen will. Und ich denke, es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass er ja jetzt seit seinem Auftritt bei Skate Canada keine Chance sowieso mehr gehabt hätte aufs Finale. Deshalb sicher sinnvoll, die Verletzung auszuheilen. Und Wladimir Dedwintsev hat auch zurückgezogen. Ja, richtig, wobei wir da jetzt nicht genau wissen, was der Grund war, ob das wieder Visa-Probleme waren, wie er schon mal gesagt hat, also oder ein anderer Grund. Aber es sind noch genug da, die hier... Ja, und auch aus deutscher Sicht, Nikita Slarovstein ist nachgerückt. Der hat sich so gefreut. Er war schon sehr enttäuscht, dass er von vornherein, also am Anfang keine Grand Prix-Einladung hatte. Und jetzt auf den letzten Drücker hat er es geschafft, ist eingeladen worden und gibt hier sein Grand Prix-Debüt. Ja, der ist wirklich sehr begeistert davon und er hat auch gesagt, dass es für ihn ein großer Schritt nach vorne ist, auf dieser Bühne sich jetzt präsentieren zu dürfen. Aber die Goldmedaille, denke mal, wird Nikita, da wird er nicht mit drum kämpfen. Da haben wir andere Kandidaten, zum Beispiel Kao Miura. Kao Miura, denke ich auch, dass der hier schon der Top-Favorit ist. Wobei Kevin Amos, der ja auch sicher da ein Wörtchen mitreden möchte, denke die zwei. Aber Kao Miura hat hier schon die Finlandia-Trophy gewonnen vor ein paar Wochen, ist schon mit dem Eis vertraut. Und das hat er auch in Kanada gesagt, er kennt den Ring schon und das möchte er zu seinem Vorteil nutzen. Und ja, ist auch wirklich von den Sprüngen den anderen etwas voraus. Aber Kevin Amos war ja im vergangenen Jahr beim Grand Prix hier und hat hier auch eine Medaille gewonnen. Genau, also und er ist natürlich ein super Programm, super Programme. Er ist natürlich auch heiß und sowohl Kevin und auch Kao waren Zweite bei ihrem ersten Grand Prix und haben beide sehr gute Chancen ins Finale zu kommen. Dann gibt es noch Shun Sato. Genau, der war Dritter bei Skate America, war da nicht so überzeugend, hat dann quasi so mit Glück dann noch den dritten Platz geholt, ist aber eigentlich auch ein sehr starker Springer und muss hier schon aber auch dann in die Top 2, um ins Finale zu kommen, von dem her, der wird sicher auch alles geben. Matteo Rizzo war Dritter bei Skate Canada. Auch er hat natürlich noch Chancen. Also und hat ja bei Skate Canada eine sehr gute Kür gezeigt. Kam da zurück von der Verletzung, hat gesagt, er war da bei 70% und meinte, er will für Finnland bei so 85% sein. Wenn er sich da wirklich nochmal um 15% steigert, dann kann er auch ganz vorne mitspielen. Richtig, genau. Ja, dann, das wären so die Medaillenkandidaten. Es gibt natürlich noch ein paar andere, die interessant sind, jetzt außer unserem Nikita. Der Arlet Levandi sehe ich immer gerne aus Estland. Genau, das ist auch einfach so ein intelligenter Junge. Dann merkt man auch in dem Programm, dass da einfach ein gewisser Tiefgang dahinter ist und dass der sich um alles Gedanken macht, über jede kleinste Nuance. Auf jeden Fall sehenswert. Ja, Kushiro Shimada, ja leider verletzt, war auch ein bisschen unklar, ob er hier antreten kann, ist jetzt aber da. Wenn der sich wieder mehr erholt hat, kann er eventuell auch etwas weiter vorne mitspielen. Eine gute Leistung zeigen, hoffen wir. Ja, dann geht es weiter mit den Paaren und das ist natürlich jetzt auch aus deutscher Sicht wieder ein Highlight, denn mit Minerva Hase und Nikita Volodin haben wir hier ein echtes Top-Paar am Start. Ja, die geben hier ihr Grand Prix-Debüt, sind bei den beiden letzten Grand Prix dabei und auch sicher mit als auch noch ganz große Kandidaten fürs Finale zu sehen. Sind hier mit die Favoriten zusammen mit den Europameistern Sara Conti und Nicolò Macci aus Italien. Ja, die waren Zweite in Frankreich.
Frankreich beim Grand Prix. Überraschend. Und ja, haben dort verloren gegen die Kanadier Pereira Micho. Aber haben natürlich auch gute Chancen, hier aufs Final zu kommen. Und hier in Espoo haben sie ihren EM-Titel gewonnen. Das wird sie sicher noch zusätzlich motivieren. Ja, die strugglen ja dieses Jahr ein bisschen damit, dass sie jetzt den Favoritenstatus haben. Ja, mal gucken. Also das wird wirklich spannend zu sehen, wer da die Nase vorn hat zwischen den beiden Paaren. Ja, und ich denke überhaupt, dass das Paarlauffeld hier ganz interessant ist. Wir haben ja auch noch die Chinesen Peng Cheng und Lei Wang, die ja ganz solide aufgetreten sind beim Cup of China. Und die hier sich auch Hoffnungen machen, wieder eine Medaille zu gewinnen. Die Ungarn. Die Ungarn waren Zweite bei Skate Canada. Sehr technisch sehr sauberes, sehr stabiles Paar. Ja. Maria Pavlova, Alexei Sviatchenko. Und auch Ellie Kamm und Danny Oshia sollte man nicht vergessen. Denn die waren hier bei der Finlandia Trophy, haben sie ja gewonnen. Bei Grand Prix in Frankreich mussten sie leider nach einem Kurzprogramm aufgeben, weil sie sich verletzt hatte bei einem Sturz. Aber jetzt sind sie wieder fit, sagten sie. Genau, und die Franzosen, Kovalev hatten, sind auch Medaillengewinner, waren Dritte in Frankreich. Ja, das ist wirklich ein interessantes Feld. Ja, denke ich auch im Paarlauf wahrscheinlich das Interessanteste bisher. Die Damen. Hier ist natürlich Weltmeisterin Kaori Sakamoto die Top-Favoritin. Und ich glaube, es wird auch schwer für die anderen, sie zu schlagen. Ja, die kann sich eigentlich nur selber schlagen, würde ich auch sagen. Sie tritt auch hier wieder an gegen Cheon Kim aus Korea, gegen die sie ja auch schon angetreten ist bei Skate Canada. Da waren die zwei Erste und Zweite. Sie treten jetzt hier wieder an gegeneinander. Ja, und doch dabei ist auch Rion Sumiyoshi aus Japan. Die Dritte war in Frankreich mit vierfach Tourloop. Genau, die Einzige, die hier vierfach Tourloop plant. Der wurde da auch anerkannt, das erste Mal für sie in ihrer Karriere. Mal sehen, ob es auch wieder klappt. Genau. Ich würde auch fast wirklich sagen, dass die drei die Hauptmedaillenkandidatinnen sind. Emma Glenn würde ich schönen Auftritt wünschen. Ja, sie hat ja wunderbaren Dreifachachsel gemacht bei Skate America. Vielleicht klappt der ja auch wieder. Leider war dann danach die Konzentration irgendwie weg. Aber beim zweiten Mal wird es dann hoffentlich besser. Ja, hoffentlich kann sie jetzt wirklich ein bisschen befreit auflaufen. Hat jetzt hier nicht ganz so viel Druck vielleicht. Und ja, vielleicht kann sie mit zwei sauberen Leistungen doch auch aufs Podest noch kommen. Der Eistanz macht hier den Abschluss, das ist ja aus finnischer Sicht das Highlight, weil ja mit Julia Todtkiller und Matthias Wersleys Medaillenkandidaten am Start sind. Ganz genau, ja. Aber auch hier haben wir ein sehr starkes Feld. Das finnische Paar ist wahrscheinlich Anwärter auf die Bronzemedaille. Ganz klare Goldfavoriten natürlich Madison Chock und Irvin Bates. Ja, die waren ja bei Skate America, die hatten jetzt einige Wochen Zeit, sich auf ihren zweiten Grand Prix vorzubereiten. Und ich denke mal, die freuen sich hier, ihr Publikum wieder begrüßen zu dürfen. Die waren ja auch schon öfter bei der Finlandia Trophy früher. Genau, kennen sich hier aus und wenn wir mal gucken, wie die ihre Programme entwickelt haben. Dann letztes Jahr wurden sie allerdings geschlagen von den Kanadiern bei der NHK Trophy, glaube ich. Richtig, von Laurence Fournier-Baudry und Nikolai Sørensen. Und die sind jetzt natürlich auch heiß da drauf, vielleicht wieder eine Grand Prix Goldmedaille zu gewinnen. Ja, Nick hat auch gesagt, letztes Jahr haben wir es geschafft, wir können es nochmal schaffen, wir wissen, wir haben es drauf. Mal gucken, wie die beiden sich hier zeigen werden. Und die sind wahrscheinlich auch heiß drauf, einfach diesen Auftritt hier vor ein paar Wochen in Finnland endlich vergessen zu lassen und auch vielleicht selber wieder schöne Erinnerungen an diese Arena zu haben. Ja, weil der Finnlander Trophy der Risen Dance daneben gegangen war. Also das heißt, Gold und Silber werden diese zwei nordamerikanischen Paare unter sich ausmachen. Und dann eben Bronze, aber es gibt noch außer den Finnen noch ein paar andere, die eine Chance auf Bronze haben. Zum Beispiel Christina Carrera und Anthony Ponomarenko. Ganz knapp Vierte sie waren Vierte in Frankreich. Ja. Da hinter dem französischen Paar, jetzt schafft so ein bisschen die Befürchtung, da jetzt sind wir in Finnland, ja. Das ist dann vielleicht wieder nur der Vierte. Ja, kein Heimvorteil für die Amerikaner, aber sie waren bei der Finlandia Trophy hier Zweite, da waren sie gut in Form. Ja, dann haben wir noch Emilia Singas und Vadim Kolesnik. Genau, die hatten auch beim ersten Grand Prix Probleme im Rhythm Dance sind da, glaube ich, dann Vierter oder Fünfter geworden. Aber ja, sehr, sehr ehrgeizig und auch auf dem Weg nach oben.
aus deutscher Sicht haben wir Jenny und Benji am Start. Richtig, Jennifer Janse von Rendsburg, Benjamin Stefan, die aus ihren Weiß geht Kanada eigentlich auch ordentliche Leistung gezeigt haben, Wackler im Rhythm Dance und die sich natürlich hier steigern möchten. Die waren inzwischen noch in Kasachstan beim Dance 10 Memorial erfolgreich. Zweite, also, ne? Ja, ja. Zweite. Ich möchte noch darauf hinweisen auf Yuka Ohihara, Juho Pirinen, das zweite finnische Paar. Leider nur ein Grand Prix hat diese Saison, aber ich finde immer sehr, sehr entertaining ist, sehr ja, schön die Kühe, anzuschauen. Die Chicago-Kühe ist sehenswert, ja. Genau. Gut, dann wünschen wir euch ganz viel Spaß auch beim fünften Grand Prix. Vielleicht ist auch jemand hier vor Ort. Und dann bis bald.